Hallo. Wolltest du auch schon immer mal ein Auge zeichnen? Aber dein Auge sah immer so aus. Oder so oder so. Heute zeige ich dir, wie du wirklich ein Auge zeichnest. Zuallererst müssen wir uns klar werden, was ein Auge ist. Ein Auge ist eine runde Kugel, umschlossen von etwas Haut oben und unten. Weil uns heute nicht langweilig werden soll, zeichnen wir unser Auge nicht von vorne, sondern von der Seite. Das heißt, unser Auge hat nicht diese Mandelform, die wir eigentlich kennen, wenn wir ein Auge zeichnen, sondern das Auge hat so eine Form. Dabei entscheidet die Pupille, in welche Richtung unser Auge schaut. Deswegen fangen wir mit der Pupille an. Eine Pupille ist ein Kreis, wenn wir sie von vorne betrachten. Doch wenn wir von der Seite drauf gucken, wird aus dem Kreis ein Oval. Wie dieses Oval liegt, entscheidet, wie unser Auge schaut. Deswegen zeichne ich ganz viele Ovale, bis mir eines davon gefällt. Hast du dich also für ein Oval entschieden, kannst du weitermachen. Bring etwas Graphit auf dein Papier. Ich benutze dafür einen Make-up-Schwamm. Du kannst aber auch einfach ein Taschentuch oder deinen Finger benutzen. Jetzt nehmen wir einen Bleistift und zeichnen die Form des Auges nochmal wirklich nach. Dann beginnen wir mit den Falten des Augenlids. Schauen wir uns ein paar Bilder an, dann sehen wir, dass die Falten unterm Auge ungefähr in dieser Form verlaufen. Du kannst dir das Ganze vorstellen wie Schläuche, die nebeneinander liegen. Wenn wir eine Lichtquelle haben, die von hier kommt und unser Schlauch so liegt, dann wird er hier angeleuchtet, auf der anderen Seite gibt es Schatten und hier liegt ja der zweite Schlauch an. Das heißt, hier in dieser Rille gibt es auch kein Licht. Und diese Rillen zeichnen wir als erstes. Haben wir diese Rillen gezeichnet, nehmen wir ein Radiergummi und radieren die hellen Seiten dieser Falten raus. Jetzt haben wir uns eine Grundstruktur des Auges geschaffen. Keine Sorge, das muss nicht perfekt sein. Wir werden Schicht für Schicht immer weiter darüber gehen, bis wir zufrieden sind mit dem Auge, das wir gemacht haben. Wir nehmen jetzt also wieder unseren Make-up-Schwamm, um etwas Graphit auf das Papier zu bringen. Und zwar dort, wo die Iris sein soll. Die Iris besteht aus Fasern. Die markantesten Fasern verlaufen in einem Zickzack-Muster um die Pupille herum. Außen und innen davon verlaufen sie zur Pupille hin. Wir nehmen also einen Radiergummi und zeichnen diese Form. Versucht dabei nicht zu perfekt zu zeichnen, denn in der Realität sind im Auge keine perfekten Formen. Wir wollen organische Strukturen und dafür sind Fehler essentiell. Das heißt, schalte deinen Kopf aus, übergib das Denken deiner Hand. Fang an und sieh, welche Texturen du erreichst. Haben wir das geschafft? Nehmen wir wieder unseren Bleistift und zeichnen das Muster, das wir gerade mit dem Radiergummi vorgezeichnet haben, nochmal nach. Das heißt, wir zeichnen Schatten in die Struktur, die wir gerade gezeichnet haben. Hier ist das Licht. Wenn eine Phase jetzt also so verläuft, dann wird diese Seite hell und hier müssen wir einen Schatten reinzeichnen. Dann sind hier noch weitere Fasern und auch die bekommen einen Schatten um sie herum, da die Fasern auch gebogen sind, genauso wie die Falten. Zwischen den Fasern sollte es also etwas dunkler sein. Und immer auf der lichtabgeneigten Seite muss es auch etwas dunkler sein. Machen wir das einmal ringsrum, spitzen unseren Bleistift nochmal an und entscheiden uns für ein paar dunklere Stellen. Das sind die Schatten, die von den stärksten Fasern geworfen werden. Wir schauen also auf das, was wir gerade gezeichnet haben und entscheiden uns für die stärksten Fasern. Du kannst hier kaum etwas falsch machen, da jedes Auge anders ist. Das heißt, du entscheidest, welches Auge du zeichnen möchtest, einfach indem du dort, wo du es für richtig hältst, Schatten setzt. Denke dabei immer daran, wo das Licht herkommt. Haben wir das geschafft, können wir uns die grundlegende Struktur des Auges nochmal anschauen. Die Iris scheint zwar flach zu sein, aber eigentlich ist es wie ein Donut geformt, der um die Pupille rumgeht. Das heißt, wenn hier das Licht herkommt, muss sie hier angeleuchtet werden
und hier muss sie außen angeleuchtet werden. Hier wird Schatten sein und hier wird Schatten sein. Dann können wir die Pupille ausmachen. Bedenke auch, dass wir unser Auge sehr, sehr nah angucken und niemals dieses komplette Auge fokussieren können. Deswegen entscheiden wir uns für einen Streifen, den wir im Fokus haben möchten. Den Rest, links und rechts davon, malen wir weniger detailliert und geben uns dabei auch weniger Mühe. Hier habe ich mich für die linke Seite des Auges entschieden, die im Fokus sein soll. Das heißt, die rechte Seite der Iris muss ich weniger detailliert malen. Außerdem bedenke, dass wir rechts unsere Lichtquelle haben. Das heißt, auf der rechten Seite der Iris zeichnen wir später noch eine Lichtreflexion ein. Bei dieser Lichtreflexion verfolgst du die Form des Auges. Bedenke aber, dass Lichtreflexionen nicht einfach nur weiße Stellen sind, sondern meistens noch das Auge etwas zu sehen ist. Deswegen ist es auch wichtig, das Auge vorher mal gemalt zu haben, um dann den Großteil dieser Fläche wieder rauszuradieren. Aber auf dem Blatt bleiben doch die Spuren zu erkennen von dem Auge, das darunter liegt. Jetzt nehmen wir unseren Radiergummi und holen ein paar Highlights raus. Sei dabei sparsam, denn nur wenige Punkte des Auges sind wirklich weiß. Das meiste ist ein sehr helles Grau. Dann können wir anfangen, die Wimpern zu zeichnen. Wimpern gehen im oberen Augenlid vom Rand des oberen Augenlids geschwungen nach oben. Auf dem unteren Augenlid sitzen etwas weniger und die gehen nach unten. Nachdem wir den Verlauf der Wimpern eingezeichnet haben, müssen wir noch die Wurzel und die Spitze einzeichnen. Die Wurzel sieht aus wie ein umgekippter Wassertropfen. Die Spitze verläuft einfach immer dünner. Das heißt, wir zeichnen etwas dickere Ansätze der Wimpern und das Ende der Wimpern zeichnen wir noch etwas weiter und lassen sie dabei immer dünner werden. Zeichne dabei aber nur die Wimpern, die auch im Fokus liegen. Die Wimpern, die außerhalb des Fokus liegen, also rechts, die zeichnen wir nur sehr schwach. Zeichne ebenso nicht auf der Seite, die dem Licht abgewandt ist, also auf der Schattenseite. Jetzt nehme ich einen elektrischen Radiergummi. Du kannst aber auch einen normalen Radiergummi verwenden. Mit dem elektrischen geht es nur sehr viel einfacher. Damit verstärken wir nochmal einige Highlights der Falten im Augenlid und zeichnen feine Härchen ein, die um das Auge herum wachsen. Jetzt können wir mit dem Radiergummi die Augenbrauen auf der Schattenseite einzeichnen. Denn wenn wir uns überlegen, das Auge liegt so, das Licht kommt hierher, das heißt, hier kommt kein Licht hin. Aber wenn eine Augenbraue hier rausgeht, dann kommt hier an diesem Stück schon wieder Licht hin. Und deswegen erscheint diese Augenbraue sehr hell, schon fast leuchtend. Die meisten Highlights sind aber nicht wirklich weiß. Deswegen nehme ich noch einen trockenen Pinsel, gehe ein bisschen drüber und dadurch vergraut dieses Weiß. Jetzt weißt du, wie du wirklich ein Auge zeichnest. Möchtest du wissen, wie du etwas zeichnest, aber hast keine Ahnung, wo du anfangen sollst? Schreib mir in die Kommentare, was ich als nächstes erklären soll. Hat dir das Video gefallen? Dann gib einen Daumen hoch. Schreib mir in die Kommentare. Und abonniere mich, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest. Du kannst mir außerdem auf Instagram und TikTok folgen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bei Artek.